Ich dachte schon. Nee. Wenn man das sagen würde, würde man bestimmt sofort eine Einstweilige kriegen, ne? Ja. Nee, nee. Nee, das darf man nicht sagen. Wollen wir auch nicht. Würde man nie sagen. Vielleicht hat den auch geärgert, dass ich gesagt habe, Hartz V ist besser wie Hartz IV. Ne? Na, Hartz V, ne? Auf jeden Fall. Achso, okay. Also. Habt ihr die Mats bereit, die erste? Dann lasst das Ding mal abrocken. Da bin ich ja mal gespannt. Ich war ja bei dem Interview mit dem Herrn Gysi, war ich ja nicht dabei. Ach ja, das muss ich jetzt wieder sagen als Schutzbehauptung, ne? Ich muss mich da immer ein bisschen zurücknehmen. Habt ihr mein Mikro an dazu? Ich habe hier keinen Ton. Guten Tag, Herr Gysi. Sie heute hier in Stuttgart, die Partei zu verstärken, die Linken kommen nach Stuttgart. Jetzt hat die Atomkraft ihr Thema natürlich richtig gepointet. Herr Mappus hat erst die Atomkraftwerke zurückgekauft, jetzt darf er sie verschrotten. Und ich denke, jetzt braucht er nicht mehr sagen, die Leute in Stuttgart, die Leute in Berlin hätten nicht mal mehr das Fahrgeld ohne Länderausgleich. Jetzt braucht wahrscheinlich Baden-Württemberg auch einen Länderausgleich. Naja, auf jeden Fall, glaube ich, brauchen wir in Baden-Württemberg endlich mal einen Regierungswechsel. Die CDU regiert hier seit 57 Jahren, das kann nicht so bleiben. Sonst wird es ja auch mal ein bisschen langweilig. Aber im Ernst geht es natürlich um was ganz anderes. Japan ist eine Zäsur. Ich glaube, das nukleare Macht man hier drin Industriezeitalter noch ein bisschen endet. lauter? Wir müssen ganz andere Wege gehen. Und zwar nicht so langwierig, nicht mit Tricks, wie die Union und die FDP das jetzt versuchen, mit einem Moratorium und danach soll fast alles wieder so bleiben, wie es war. Es geht auch nicht so langfristig, wie SPD und Grüne sich das vorstellen, sondern wir müssen jetzt sehr, sehr zügig handeln. Natürlich brauchen wir etwas Zeit für die zweiten neuen AKW. Die ersten acht müssen sofort stillgelegt werden, aber nicht 10 Jahre. Das muss sehr viel schneller gehen. Wir müssen uns wirklich im Energiekonzept völlig umstellen. Es gibt so viele andere Ereignisse. Jetzt hat der Sicherheitsrat Krieg gegen Libyen beschlossen, finde ich auch völlig falsch. Immerhin, Deutschland hat unter der Regierung von Union und SPD von 2006 bis 2009 Waffen an Gaddafi geliefert im Werte von 83 Millionen Euro. Kann mir mal einer erklären, wieso wir überhaupt Waffen verkaufen an einem Diktator? Also ich mache da nur Fragezeichen. Naja, und Stuttgart 21. Wenn ich dazu was sagen darf, wissen Sie, was das Interessante ist? Das ist ein neuer Zeitgeist. Sehen Sie mal, wenn Sie uns Deutschen sagen, es liegen alle Parlamentsgenehmigungen vor, es liegen alle Regierungsgenehmigungen vor, die Gerichtsentscheidungen liegen auch vor, dann bleiben wir eigentlich zu Hause. Und plötzlich sagen die Stuttgarterinnen und Stuttgarter und andere in Baden-Württemberg, das interessiert uns alles nicht, wir gehen trotzdem auf die Straße, im Grundgesetz steht, die Macht geht vom Volk aus. Und warum sagen Sie das? Weil Sie folgende Erfahrung gemacht haben. Wenn du in Baden-Württemberg den Antrag stellst, die Toilette zu reparieren in einer Schule, kriegst du die Antwort: kein Geld. Der Intendant eines Theaters, dem wird gesagt, er muss mit 10% weniger auskommen. Jede Stadt fragt sich, wie soll ich noch das Freibad finanzieren? Ich kann es mir nicht mehr leisten. Aber innerhalb einer Woche ist der Bundestag in der Lage, 480 Milliarden Euro für die Banken zu beschließen. Und natürlich sind weit über 20 Milliarden dafür einen unterirdischen Bahnhof. Und da sagen die Leute so nicht weiter. Das hat die Regierung nicht gemerkt. Der Abstand zwischen Regierung und Regierten ist viel zu groß geworden. Wir brauchen jetzt Volksentscheide. Insofern sage ich immer in Berlin und anderswo, dass jetzt die Schwaben den rebellischen Zeitgeist entwickelt Auf haben, jeden Fall. ist ein nötiges Zeichen dafür, dass die anderen ihn auch entwickeln. Vor allen Dingen, dass es der gemütliche Schwabe gerade tut, ist Ja, ein besonderes immerhin. Zeichen. Das zeigt doch Und besonders, wie weit schon die Verhältnisse sich entwickelt haben. wir haben viele Stimmen gehört im Volk und das Vertrauen an alle Politiker ist verloren, an keine Partei mehr da. Somit eigentlich die alte Form der Demokratie ist statisch geworden. Eine Demokratie macht die Lebendigkeit aus. Wie finden wir sie wieder? Ich
denke, so wie es gerade aussieht, sind Sie ein echter Kanzlerkandidat. Was würden Sie für eine neue Demokratie machen? Also jetzt, ja, aber jetzt bin ich ja erstmal schon 63 Jahre alt. Aber ich bin ja nicht Adenauer. Also, okay, aber dann fragen wir nach den, Herr Gysi, dann frage ich nach Ihrem Geist. Ja, was würden Sie mit Ihrem Geist tun? Wenn wir die Demokratie retten wollen, müssen wir sie attraktiver machen. Das ist ganz einfach. Ich habe zum Beispiel eine Idee entwickelt, um mal einen Anfang zu machen auf Bundesebene. Jede Bundestagsfraktion bekommt das Recht, eine Frage ein Jahr vor der Bundestagswahl an die Bevölkerung zu formulieren, die mit Ja oder Nein zu beantworten ist. Diese Frage geht noch kurz ans Bundesverfassungsgericht. Das muss sagen, dass sowohl die Antwort Ja als auch die Antwort Nein grundgesetzkonform ist. Wenn nicht, kann man noch mal eine Frage stellen. Wenn man dann wieder Pech hat, ist man draußen. Auf jeden Fall hätten wir dann 5 Fragen. Stellen Sie sich mal vor, wie der Wahlkampf sich ändern würde. Die Bevölkerung würde über 5 Fragen entscheiden. Und zwar völlig unabhängig davon, wer nachher regiert. Der Bundestag bleibt daran 4 Jahre gebunden. Und wenn du schon mal hingehst, um 5 Sachfragen zu entscheiden, na, dann machst du noch die 2 Kreuze für die Wahl. Dann hätte man eine höhere Wahlbeteiligung. Überhaupt käme mehr Leben in die Demokratie. Die Merkel müsste zu den 5 Fragen auch zu unserer Stellung nehmen. Ich musste zu den 5 Fragen Stellung nehmen, auch zu der Frage von Herrn Merkel. Gibt noch weitere Sachen. Ich sage nur, wenn wir die Demokratie nicht lebendiger, nicht attraktiver machen, dann ist sie gefährdet. Und noch eins, der Lobbyismus muss überwunden werden. Es geht nicht länger, dass die Pharmaindustrie entscheidet, wie die Gesundheitsreform aussieht, dass Herr Ackermann entscheidet, wie die Finanzkrise gerettet wird und dass die Atomlobby entscheidet, wie Kernenergie verlängert wird. Damit muss endlich Schluss sein. Die alte Demokratie ist gerade geprägt von Macht, Kontrolle, Angst und Misstrauen. Ach, es gibt noch was anderes. Ja, und? Wir haben ja nur demokratische Strukturen in der Politik, nicht in der Wirtschaft. Ja, aber sie und in dem Moment, ja, und in dem Moment, wo die Wirtschaft dominiert, was in der Politik geschieht, wird das Ganze undemokratisch. Denn Herrn Ackermann dürfen Sie nicht wählen. Nur indirekt können Sie Frau Merkel wählen. Aber wenn Herr Ackermann entscheidet, was Frau Merkel zu tun hat, dann ist das Ganze nicht mehr demokratisch. Wissenschaftler sagen, eine lebendige Demokratie muss sich dem Zeitgeist anpassen. Sozusagen auf den Zeitgeist ein Brennpoint mit der Demokratie, dass wir auch wieder in der Weltwirtschaft eine feste Position bekommen. Was halten Sie davon? Eine lebendige Demokratie, die erstmal den Zeitgeist abfängt. Also eine lebendige Demokratie muss den Zeitgeist berücksichtigen. Anpassend finde ich immer falsch. Aber das Wichtigste, was auch die Linke begreifen, ist, man muss versuchen, Einfluss auf den Zeitgeist zu nehmen. Und was der Zeitgeist nicht zulässt, wird letztlich auch nicht passieren und umgekehrt. Und der Zeitgeist wird natürlich dominiert durch Medien. Und oder da Sie vom Medien kommen, also oder so, ja, ich sage ja nicht nur durch Medien, aber auch durch Medien. Das ist die Hauptmanipulation. Richtig, und unsere Medien, wissen Sie ja, wem die gehören, ich muss ja da keine Namen nennen. Und das hat alles, ich weiß, davon gehe ich auch aus, das merke ich schon an Ihren Fragen. Wenn Sie von Bild wären, würden Sie anders Fragen stellen. Also ich will bloß sagen, mal den Landessender Baden-Württemberg hier in Ludwigsburg und wir wurden dort enteignet und verdrängt, aber wir haben nicht aufgegeben und machen jetzt im Internet weiter. Und deswegen die Marke haben wir noch behalten. Ja, und was wenn sagen Sie jetzt dazu, dass jetzt zum Ersten dann doch noch in Baden-Württemberg das Mediengesetz geändert wurde und auch jetzt Internetstreams lizenziert wurden? Haben wir jetzt auch schon im Internet die absolute Kontrolle? Da gibt es noch ganz, naja, die absolute haben wir noch nicht, aber es ist natürlich so, da gibt es ja auch verschiedene Ideen auf der Bundesebene und wir kämpfen da wirklich entschieden für die Freiheit des Internets. Ich sage Ihnen, was der große Vorteil des Internets ist, Herrschaftswissen wird gebrochen. Und wenn Herrschaftswissen gebrochen wird, funktionieren übrigens auch Diktaturen nicht mehr. Deshalb lässt keine Diktatur sozusagen das Internet in dieser Form zu, auch interessant. Aber Sie sehen, mich macht Stuttgart optimistisch. Ich hoffe, Sie auch, hören Sie mal zu. Dieser rebellische Zeitgeist, der baut mich regelrecht auf. Ich bin extra hierher geeilt. Nächsten Sonntag, stellen Sie sich mal vor, wenn wir dann noch einziehen, so ein verändertes Baden-Württemberg, das lohnt sich doch für die Medien. Also wird es doch spannend zu berichten. Herr Gysi, ich danke Ihnen für das Interview, dass Sie ins Schwabenland gekommen sind. Ich bin politisch neutral, so gut es geht, aber ich finde Sie klasse. Ich bin non-konfessionell, ich bin non-politisch Politik macht mich. Ich glaube, Sie sind viel politischer, als Sie sich das selbst zugeben, aber das macht nichts. Ja, okay, danke schön. Ja, also das hat richtig Spaß gemacht, liebe Freunde, ne? Oder? Du hast noch nicht gesehen. Nee, ich hatte das jetzt das erste Mal gesehen. Ich habe das jetzt das erste Mal gesehen. Gysi hat mir ganz gut gefallen. Ne? Ja. Weißt du,
Der einzige Politiker, der richtig Spaß macht. Ja, allerdings hat auch Spaß gemacht. Dieser Grüne, der Taxifahrer. Der grüne Taxifahrer? Ja. Wen meinst du? Der 68er-Typ. Ja, das sind ja alles 68. Von der Grüne, unser ehemaliger Außenminister. Wie hieß denn der? Fischer. Ach, der? Ja. Naja. Der hat weniger Spaß gemacht. Ne? Der ist doch abgetaucht. Ja gut, was der macht, ist ja egal. Ja. Aber Spaß gemacht hat er. Ne? Er war schon lustig. Oder? Ja, der war auch gut. Ja. Ne? Was er gemacht hat, ist natürlich was anderes. Egal. Man muss auch sagen, welche Möglichkeiten hat man. Weil der Rahmen ist ja auch sehr begrenzt als Politiker. Deswegen will ich nicht machen. Ne? Politiker. Wusstest du eigentlich, dass die Leute, die nicht Politiker wären, Theologie studieren und Pfarrer werden wollen? Oder dass gescheiterte Pfarrer Journalist werden? Ne? Unser Digger Lindenau hat das auch immer gemacht. Ne? Der war, hat Theologie studiert. Aber ich glaube, beides hat mit Macht zu tun. Ne? Der Pfarrer hat die Macht über die Gemeinde. Ne? Der hat vielleicht sogar manchmal mehr Macht wie ein Bürgermeister, ne? Ein Fahrer. Das ist alles Ansichtssache. Naja. Ja. Ich habe noch ein bisschen zu viel geredet an der letzten Stelle. Da hätte er noch einen weiteren Punkt gehabt, der Herr Gysi. Aber vielleicht kriegen wir nochmal ein Interview mit dem. Wir müssen den mal anschreiben und fragen, ob wir mal in Ruhe ein Exklusiv-Interview machen, dass man ihn hierher einladet. Ist das Ziel, ne? Politiker ins Haus. Vielleicht raus auf dem Hof. Politiker ist gefährlich. Politiker in den Tempel. Kann man hier bringen, ne? Politiker in heilige Halle. Heilige Halle. Wenn ich jetzt RTL wäre, würde ich sagen, wir müssen den Voting machen. Telemediale Freunde. Sollen wir den Herrn Gysi im Studio oder vorm Haus empfangen? Lass uns ihn noch ein bisschen erzählen, er hat doch so schön gesprochen. Ab den haben wir da aufgezeichnet. Ja, aber da, jetzt wollte ich den Vortrag da nicht. An sich ist das ja jetzt schon komprimiert, ja, was er gesprochen hat. Und den Vortrag, oder wie sagt man, die Rede. Die Rede vom Herrn Gysi, die gibt es im Anschluss an diese Sendung. Die lassen wir wie immer roh laufen, weil wir haben keinen Bock so zum Schneiden und so. Wir lassen den einfach laufen und nur gegen Schluss, da habe ich dann ein bisschen gestoppt, weil ich Angst hatte, dass das Band nicht reicht, weil ich noch ein Schlussinterview machen wollte. Aber stattdessen habe ich deine Interviews vorbereitet lassen. Oh. Also Achim war heute unter der Fahne von BTV4U unterwegs, ne? Und Kanal dann, Telemedial. Ja, im Auftrag von Kanal Telemedial. Aber Kanal Telemedial hat noch kein Geld, um sich Popschotze mit Telemedial drauf zu drucken. Nee. Deswegen hat er die Vorgeneration BTV4U, da ist ja schon unser Orange Table im Blau drauf, auf der Sichel. Und jetzt gucken wir mal, was Achim vom Volk rausgelockt hat. Lass die Matz rocken. Heute zu den Linken. Ja. Was hat Ihnen das heute gebracht, hier zu sein? Ich höre nichts. Also ich finde, es hat schon ein paar Erkenntnisse gebracht in der Richtung, dass die Parteien uns nicht immer die Wahrheit sagen, die anderen. Das konnten Sie bei der linken Partei heraushören, dass das so ist? Ich habe hier das Gefühl, dass die ehrlicher mit uns umgehen als die anderen Parteien. Wenn ich an die SPD denke, die ihre ursprünglichen Wähler, ihre Klientel verraten haben, dann muss ich sagen,
habe ich das sehr schlecht und sehr schlimm gefunden. Und da brauchen Sie sich nicht wundern.